Geschwindigkeit und Dynamik der Ereignisse, die 1989 zum Mauerfall führen, hat auch viele direkt beteiligte Akteure überrascht und zu schneller Entscheidungsfindung gezwungen. Wie hat sich aus Ihrer Sicht diese tiefgreifende und gleichsam unerwartete Disruption auf die internationalen Beziehungen damals ausgewirkt? Also zunächst muss man sagen, und ich glaube, das klingt auch in Ihrer Frage mit an, das ist eine richtige Beobachtung, dass zum einen der Mauerfall, später auch die Auflösung der Sowjetunion eine Zäsur waren. Damit hat eigentlich niemand so richtig gerechnet. Und auf der anderen Seite, und das haben Sie auch, oder das deutet Ihre Frage auch an, hat das zu einer Veränderung, zu einer Verschiebung in den internationalen Beziehungen, in der internationalen Politik geführt, die seinerzeit auch unerwartbar und ja, eigentlich auch nicht in einem Szenario sozusagen im Vorfeld erwartet wurde. Ich will das vielleicht nur ganz kurz ausführen. Also zum einen ist es so, dass dominante Theorien der internationalen Beziehungen, also vor allen Dingen der klassische Realismus bzw. der Neorealismus, eigentlich immer davon ausgehen, dass diese Bipolarität zwischen der Sowjetunion auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite ein stabiles System ist. Und dass sich diese Stabilität im System eigentlich auch weiterhin erhalten wird. Das heißt, wenn der eine Macht gewinnt, wird der andere zwangsläufig gezwungen sein, sozusagen an Macht aufzuholen, also aufzurüsten. Und das zeigte sich sozusagen ganz klassisch in den 1960er, in den 1970er Jahren, dass sich das sozusagen weiter hochschaukelte. Deswegen war es überhaupt nicht erwartbar, dass es zu einem Ende kommt. Es war auch überhaupt nicht erwartbar, dass als die Proteste erst in Polen, später dann in der DDR gewissermaßen aus dem Volk herauskam, dass die Sowjetunion hier stillhalten würde, dass die Sowjetunion nicht hier intervenieren würde. Das war wirklich vollkommen unerwartbar. Das haben die Theorien, hat die Wissenschaft auch eigentlich nicht erwartet, weil es, ja, wie soll man sagen, out of mind war. Also es war einfach nichts, was man sich so in dieser Form hat vorstellen können. Und deshalb war zunächst einmal nach dem Mauerfall und später dann auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, war zunächst einmal so eine Phase da, in der man glaubte, jetzt kann man in einer friedlichen Welt leben, jetzt kann das, was sozusagen in Anführungsstrichen Kriegszeit, also zumindest in der Phase des Kalten Krieges, das, was dort sozusagen ins Militär investiert wurde, da kann jetzt eine Friedensdividende ausgezahlt werden, weil es diesen Konflikt, diesen Kalten Krieg zumindest, über den Ost-West-Konflikt sprechen wir vielleicht später nochmal, aber da es diesen Kalten Krieg im engeren Sinne so nicht mehr gibt, weil der Opponent, die Sowjetunion, damit sozusagen als der klassische Gegner wegfielen, war diese Hoffnung, ja der Glaube und die Hoffnung eigentlich da, jetzt können so eine Friedensdividende ausgezahlt werden, jetzt kann die Welt wirklich eine friedlichere, eine bessere werden. Und das zeigt sich eigentlich in der Anfangsphase in den 1990er Jahren auch recht schön, bis dann sozusagen an anderer Stelle Konflikte aufflammen, also etwa in Afrika oder auch in Europa mit dem Jugoslawienkrieg. Und damit verschieben sich dann sozusagen Konfliktpotenziale, Kriegspotenziale, aber damit auch sozusagen der Schwerpunkt in der Forschung in den internationalen Beziehungen weg vom Ost-West-Konflikt, der eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich alles dominierte in der Forschung, hin zu sozusagen anderen Konflikten, anderen Kriegen.